Srebrenica ist heute eine Stadt von etwa 7.000, 8.000 Einwohnern im Vergleich mit den 37.000 Einwohnern vor dem Krieg. Hier in dieser Gasse gerade, also vom Hotel hinunter Richtung Stadt, alle Häuser sind leer. Es ist eigentlich unattraktiv hier zu leben, weil es keine Arbeit gibt, auch für die jungen Leute. Wir versuchen, die Perspektive für die Leute hier zu machen, aber natürlich, also es reicht nicht mit den Finanzen, die wir hier machen, reicht nicht für alle jungen Leute, einen Job zu sichern. Da unten gerade sieht man unser Musikhaus, ja, interessant. Also Municipality, das Gericht, Gebäude und das nächste Gebäude ist unser Superarthaus. So in so einer kleinen Stadt, 120 Kinder haben wir in der Musikschule. Aber das macht eine große Freude. Das macht eine große Freude, die Kinder, die musizieren, unser Kinderchor. Also die Stadt lebt schon, aber sicherlich nicht mehr so wie vor 25 Jahren. Jetzt gibt es eine andere Dynamik. Ja, da unten sieht man ein Minarett von der Moschee und einen Kirchenturm. Also ich sehe auch den Priester, den orthodoxen Priester, auf irgendwelchen Sitzungen sitzen sie zusammen und dann, man hätte gesagt, dass es hier die größte Liebe ist, aber das stimmt nicht. Die Menschen sind nicht mehr so wie vor dem Krieg. Man versucht, die Leute zu versöhnen und das Leben bei diesen zwei ethnischen Gruppen, würde ich sagen, geht nebeneinander, nicht miteinander. Es gibt keine Probleme, die Leute streiten nicht. Aber natürlich, ich glaube, wir brauchen viel Zeit, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Prozess. Das erste Mal war ich hier im Jahre 2003, also mit Engagement. Durch die Bauernhilfe im Bauern bin ich das erste Mal hergekommen und das war mein erster Besuch. Aber vor dem Krieg war ich hier nie und ich kannte vom Namen her die Stadt, dass es hier auch ein sehr gutes Wasser gibt, dass es hier einen Kurort gibt. Aber das erste Mal, mein erster Besuch hier war nach dem Krieg, natürlich Genozid und alles, was hier geschehen ist. Ich habe das mitbekommen. Wenn man nach Srebrenica in die Stadt fährt, gibt es Memorial in Potočari. Dort muss man einen Halt machen und das ist der erste Eindruck, wenn man nach Srebrenica fährt. Als der Krieg war, war das irgendwie gedanklich relativ weit weg. Und das kommt dir dann eben einfach näher, wenn du selbst einmal dort warst. Und wenn du selbst mal die Erfahrung hast, das sind Nachbarn von uns. Ein Projekt in Richtung Frieden für Bosnien und Herzegowina, Frieden für Srebrenica. Ich glaube, es war Anfang 2008 das erste Mal in Srebrenica. Und es war für mich ein einschneidendes Erlebnis. Ich war erstmals in einem Gebiet in Europa, wo der Krieg noch sehr, sehr spürbar war. Es ist uns aufgefallen, dass wir als Personen, die aus EU-Ländern kommen, natürlich sagen, ja, die EU ist ein erfolgreiches Modell, wie man den Frieden erhalten kann und das schon über mehrere Jahrzehnte. Und man vergisst aber eher, dass der letzte Krieg auf europäischem Boden noch keine 20 Jahre her ist. Und deswegen haben wir uns eben auch gedacht, wir wollen das mal in den Vordergrund bringen, weil es gerade jetzt in den Zeiten der verschiedenen Krisen
in den Hintergrund gedrängt worden ist, was die Europäische Union eigentlich in Bezug auf den Frieden geleistet hat und hoffentlich auch in Zukunft noch leisten wird. Die Situation, dass das Zusammenleben in Bosnien der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen schwierig ist, weil man teilweise auch gar nicht miteinander spricht, und die Erfahrungen, die wir, wenn wir jetzt einen Blick auf unsere Projektpartner werfen, mit in dem Fall Kollegen aus der Tschechischen Republik und der Slowakei, standen wir uns aufgrund unseres Alters zu Zeiten des Kalten Krieges bewaffnet gegenüber. Und heute machen wir gemeinsame Projekte. Zeichen, dass man vielleicht auch die Hoffnung nicht aufgeben darf, dass irgendwann die Zeiten kommen für Dialoge, dass es besser wird. Und auch schon damals, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat natürlich die Institution Europäische Union eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, also aus unserer Sicht oder auch aus meiner Sicht ist das durchaus genau das, was wir auch ein bisschen mit diesem Projekt in Bosnien vermitteln wollen. Es ist wichtig, dass man sich zusammensetzt und versucht, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ich glaube, wenn wir es schaffen, in Srebrenica auch nur einige Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, dann war dieses Projekt schon ausgesprochen erfolgreich. Ich habe viel über Bosnien gehört, aber nie genaueres, und habe mir dann gedacht, damit diese Konflikte und alles, was man da drumherum immer liest und hört, ich möchte mal genaueres wissen, und deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre da mit, weil es mich eben persönlich sehr interessiert und weil ich den Gedanken, dass da vielleicht die EU als Friedensvermittler einspringt, oder was heißt einspringt, aber vielleicht doch etwas bewegen könnte, sehr interessant finde und hoffe, dass wir da ein bisschen was rausbringen. Pojmalo bi se toga pričati. Moral. Nemam korist od. I could speak a lot, but I don't have anything from that. Pomirio se sa sudbinom, pa Bože moj, šta bude. So I said the destiny is like that, and ne vidim, whatever da mogu happens. Ne vidim da mogu naći djetu, ni posao, prostor je, znači, tolike godine u školu. I don't see the chance to find a job for my children. She's a professor, and I don't have even a hope to find her a job. Ali mislim, recite im slovo, ovdje života u Bosni. But I think that's... Ne vrem da ima. Completely in Bosnia, there's no life. Знаете как? At first I didn't want to return here because I didn't see some future here again, but then my emotions work out and they told me you need to go back there again. And I came here 4 years ago and I work everything with my own hands. I didn't have any financial help from someone else. And now we don't have electricity yet here. So we still live without electricity, and we hope that we will solve it. But now when I see that we don't have a solution for that problem. I have neighbors, Serbs. We are meeting each other every day. We work very well, and they come here to drink a coffee. I go to their place. We are in good connections. I oni su, da vam kažem, i oni su, znači, u teškoj situaciji, isto koji Bošnjaci, ovo su svi u teškoj situaciji. And I need to tell you that they have the same tough situations like I have. Here, everyone are in bad situations. Not only Bosniaks, but the whole municipality, all people who live here. Pa vrlo malo se priča o ratu, jer vlasta, svi su gubitnici kad pogledamo uopće, ali to znači... We don't talk a lot about war. Pričamo bolje stvari, šta ja znam, rata se manje sjećamo i ne smijem da se sjećamo. Look, situation. We are all losers. When you look at the war and everything, we all lose something. So we don't like to talk about the bad things. We like to talk about positive things, about the good things, and we don't like to remember and talk about war. I zato niko se naši ne počinje priču o ratu. Tough things to talk. You know, if you start to talk something bad, well,
you know, everyone wants to prove that his side is better, so we don't want it. We don't want to have a fight about something that already finished. We are currently at the boarding house Miserlije in Srebrenica. We are sitting in the garden and it's a beautiful day. The Balkan people, I'm talking about Serbs, Croats, Bosniaks, Montenegrins, do not know how to deal with the normal life. The Balkan people are seriously are very special one. I say, and I said why. When I saw Vienna and how it looked, I saw that children are being born, raised, and they die in the same houses, in same for generations. And I saw that we are doing the same thing from generation to generation. We are the one generation which builds, the same generation destroys. And for Bosnia in total and whole Balkans, looking at it in a period of 1,000 years, the story repeats itself. Unfortunately, very destructive people live in this area, people which are destroying everything which they built and everything on their paths. So there is something which needs to be changed in the mentality of the people. From our generation, in Srebrenica or all this eastern part of the Bosnia, there we have to repair what the old generation did. When you ask Bosnian, who are you? He doesn't know who he is, because he was all he was raised in communism. He learned Russian. He doesn't know whether he's a Muslim, whether he's a communist, atheist, or mixture of this. He doesn't have identity. For the Bosnian people, if we want salvation, we have to create some kind of identity of the Bosnian people, which most of the population will take, because we are all confused and all lost, whether we are believers, whether we would like to drink a little bit something, or whether there's something else. This in the Bosnian, for the Bosniaks, creates a huge problem. I would say if Bosnians do not want to vanish or disappear from the face of the earth, they have to figure it out who they are first, and then everything will come to its place. That is maybe the simplest answer. Mit unseren bescheidenen Mitteln den Menschen dort weiterhelfen mit, und wenn es nur Europa-Information ist. Und auf der anderen Seite wollen wir unseren EU-Bürgerinnen und Bürgern auch klar machen, für Frieden muss gearbeitet werden. Und wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass, ich darf jetzt nicht sagen, das ist ein gutes Beispiel, nein, es ist eigentlich ein sehr, sehr schlimmes Beispiel, aber dass man in Srebrenica auch unsere Menschen, also wenn ich sage, eben wie gesagt aus den EU-Ländern, darauf hinweisen oder ihnen zeigen können, dass Frieden
immer mit Arbeit verbunden ist, mit Arbeit an sich selbst, mit Arbeit, mit Toleranz gegenüber seinen Nachbarn, seinen Nächsten. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt des Projekts. So, jetzt sind wir also tatsächlich in Srebrenica angekommen. Ja, wir haben arrived in Srebrenica now. It's difficult to be here, but it's good that we learn about what happened here and that we are here with all the members of the EUNET network to find ways how we can help to prevent this further in the future. But this is also partly my job because I'm living here on the Balkans. I'm working on what we call dealing with the past to come to deal with what have happened here on this in these countries, in Bosnia, but also in Serbia and in Macedonia and in Kosovo. And I think this work has to continue. There's not enough attention for it, not from the European Union, although I believe it is the biggest peace project in history, the European Union. And I think we should pull all these countries here from the Balkan together with us to help them and ourselves to live together in peace for a very long time in the future. Well, I think when you speak with normal people who live together, I mean, for them it's actually not a real problem. They used to live together and they live together again. It frightened me how you can use human creativity, not for changing the world in a positive way, but in killing, terrorism. It's so easy to switch, and they will use their creativity in a bad way. So for me, this kind of project, and if you are raised in your village and you don't go outside, then it's so easy to manipulate with you. You don't believe that other person is person. You think they are devils. They have horns and big teeth and they are different. Therefore, I think that this kind of seeing people, especially for youngsters, that they see the people from Germany, the Netherlands, or Serbia, or Bosnia, or Croatia, doesn't matter from where, that they are just humans, that they have much more in common, that they can share. It's very important. Viele Leute sagen, wir haben keinen Arbeitsplatz hier. Das ist das Problem. Im Kommunismus, früher haben die Leute immer gewartet, dass jemand für die Arbeit aussucht und so. Meine Familie hat keiner, von meiner Uropa hat keiner in Firma gearbeitet. Alle haben die privat gearbeitet. Und deswegen ist das vielleicht für mich nicht schwer, Arbeit zu finden und so. Ich arbeite ja zurzeit im Wald. Nach dem Krieg arbeite ich im Wald. Als Holzfäller. Immer wieder komme ich zurück nach dem kommunistischen Regime. Was früher war das. Leute wollen das alles, oder die wollen das serviert haben. Verstehen Sie nicht, dass die alles, Jobs, Wohnung, das muss alles serviert für eine Bosnia im Srebrenica oder selber, ist doch egal. Das sind gleiche Leute, die wollen das alles serviert haben. Diese Leute wählen diese Politiker. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung,
für dieses Projekt, wie es vor Ort in Srebrenica auch aufgenommen wird, die internationale Konferenz und auch die Idee, ein Europahaus zu initiieren, um eben nicht nur für eine mehrtägige Konferenz dort, ich nenne es mal, einzufallen, sich die Situation vor Ort anzugucken, betroffene Gesichter zu machen und dann wieder abzureisen, sondern die Idee ist schon, das nachhaltiger zu machen. Und wir müssen sicherlich als diejenigen, die dieses Projekt durchführen, darauf achten, dass wir mit den richtigen Botschaften und mit den richtigen Ideen dort auftreten, um eben auch dann die Unterstützung vor Ort zu bekommen. Dass es nicht nur positiv bei unserem Projektpartner in Bosnien ankommt, sondern wir wollen möglichst viele unterschiedliche auch Organisationen und Menschen vor Ort einbeziehen, um eben diese Perspektive Europa, diesen Europagedanken, was sich eigentlich dahinter verbirgt, auch mal näher zu erklären und dann möglichst eine Art Vernetzung zu schaffen, dass das auch nachhaltig ist und sich vielleicht weiterentwickeln kann und nicht nur mit diesem Projekt dann wieder beendet ist. Yes, I think that could be profitable for the country because when I will be back and I suppose when all the members participating here at this conference will be back to their proper country, they can talk about it. And as we are very close to our public authorities, we can just be a relay, a sort of link between you and Europe, and ask that for something, and that something must be done here, really, to help Bosnia and Herzegovina. I think in Holland there are not many people who know about what is happening here. Europe is a bit. Or Holland is a bit thinking like, okay, there's no war anymore, so it's just over. But it's still a country that's rebuilding itself. So I think we will just tell people about it, yeah. What we've seen here, and that it's still interesting. It's not over. Yeah, it's not over. Yeah. Okay. It's really great that people, that locals came here to this conference, and they really came in a great number yesterday and today. That for them it could be quite interesting, and maybe for them it's pretty new to hear our stories about the future enemies, how they can become friends quite suddenly, and that war doesn't mean the end of cooperation, but there is some perspective, some future that they've got. So this is, I think, one of the most important messages that we can spread here, especially in this place that got so bad history. And another great thing is that we've met actually here some other members of the EU net, so we shared contacts, and I'm pretty sure that this is not our last project, which is connected with EU net. Yeah, actually two days ago actually we met with the representative of the Bosnian organization, which is similar to ours, and we actually discussed the project that we will do together in the future. So actually this is really, I mean, great starting point for us to meet and to discuss what we can do together in the future. It was just a small concert, it's very hot in here. After this, please join us in the kitchen for a drink. Thank you for coming. Resümee, es war sicher eine sehr interessante Veranstaltung, gerade hinsichtlich auch von dem Austausch her, von den ganzen Gruppen, sei es jetzt Tschechen, auch Slowaken oder alle, die halt mal dort teilgenommen haben. Es war eine interessante Gruppe, und ich sage mal, was ich auch gut gefunden habe, war natürlich auch, dass die Leute vor Ort dann auch bei der Konferenz teilgenommen haben und sich auch dementsprechend eingebracht haben.
persönlich tue ich mir sehr schwer, jetzt das irgendwie zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, weil es einfach eine sehr intensive Zeit war. Es war sehr informativ, sehr bereichernd, es war aber auch sehr emotional, vor allem auch durch den Kontakt mit den Einheimischen. Ja, stimmt, ja. Und ich finde aber, dass die Ziele schon durchaus erreicht worden sind, also die kurzfristigen Ziele, weil es war ja das Ziel, dass man eben zeigt, den Menschen vor Ort zeigt, aber auch den Menschen, also den Teilnehmern zeigt, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Und das ist bei der Konferenz durchaus herausgekommen. Und ich habe das auch ganz gut gefunden, also die Schlussworte von Thomas Heckeberg, wo er gesagt hat, dass Europa eigentlich mehr ist wie die Europäische Union. Dass, also Europa ist in dem Sinn eine Idee, wie man gemeinsam in Frieden zusammenleben kann. Und ja, Europa gehört in dem Sinne eben nicht nur den Politikern, sondern einfach auch uns, den Bürgerinnen und Bürgern. Und ja, es ist, glaube ich, auch in Bosnien selbst jetzt, also den Menschen, den Teilnehmern teilweise klar geworden, dass sie auch selbst für den Frieden etwas machen müssen oder für den arbeiten müssen.